Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Colucci Bundle von Flair. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Colucci von Flair, das Ganze als Box und auch als Bundle erschienen. Die Box habe ich euch bereits gestern vorgestellt und heute ist es an der Zeit für die Bundle-Edition. Ja, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier einen schwarzen Kunststoffsack, also eine schwarze Verpackung. Hier haben wir das ehemalige Cover von Colucci und darunter lesen wir Colucci Bundle Edition Size L. Das Ganze gab es in L, XL und XXL, ebenso wie auch bei der Box die College Jacke zu wählen. Hier unten haben wir noch Credits und einen Barcode. Ja, das Ganze geht dann hier auf. Oh, echt streng. Aber jetzt. So. Und hier haben wir einen Pullover und natürlich das Album vorliegen. Die Doppelvinyl, die es in der Box noch dabei gab, die fällt hier natürlich weg. So, was haben wir hier? Maskulin Pullover Size L, okay. Und natürlich das Album. So, dann schauen wir mal. Wie immer zuerst das Album an. Den Pulli packt mittlerweile auf die Seite. Hoppala. So, wir haben hier, wie auch schon in der Box, die CD, das Album hier. Also das unterscheidet sich von der Optik oder von der Aufmachung vom Inhalt her nicht. Wir haben hier ein Standard Toolcase, hier Flair mit Colucci Pulli vor einer vollgetagten Wand. Hier lesen wir Colucci, ebenso hier auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 17 Tracks an der Zahl, plus auf der CD2 die Instrumentals. Oben rechts haben wir den Barcode und wir haben hier zahlreiche Features mit dabei. Wir haben Features von Farid Bang, Mosenu, nochmals Mosenu, Sido, Adel Tawil, Bass Sultan Hengst, nochmals Mosenu, nochmals Mosenu, nochmals Mosenu, nochmals Mosenu. Also Mosenu ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal drauf, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja, das ist echt eine Menge. Ist ja jetzt auch der neue bei Maskulin. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Wir haben hier die gesamte Tracklist, 17 Tracks, inklusive der Info, wer das Ganze produziert hat, beziehungsweise wer gefeatured wurde. Dann Flair hier abgebildet vor dieser Haltestation. Berlin-Schöneberg, hier in diesem Fall in Schwarz-Weiß. Dann die Credits zum Album. Also hier lesen wir unter anderem, wer produziert, gemixt, gemastert hat, wo wurde das Ganze recorded, Artwork etc. Weitere Aufnahmen, in diesem Fall in Farbe. Soweit ich weiß, hat Prinz P das komplette Artwork hier beigesteuert. Und zum Abschluss haben wir dann nochmals Flair vor einer komplett zugedeckten Hausfassade, vor einem Hauseingang. Gut, so viel zum Booklet. Dann schauen wir uns mal die CD an. CD 1 Album lesen wir hier. So sieht es aus. Und auf der Rückseite haben wir dann natürlich CD Nummer 2, in diesem Fall die Instrumentals. Und hier zum Abschluss nochmal Flair, der hier auf uns zielt. Ja, also 17 Tracks plus 17 Instrumentals. Meines Wissens ist das Album ident in allen erhältlichen Varianten. Also sowohl im Bundle als auch in der Box, als auch wenn ihr euch das Album so regulär kauft. Also nur das Album ohne Zusatz, dann habt ihr meines Wissens auch CD2 mit dabei. Plus natürlich die Instrumentals. Jawohl. Und
Als zweiten Bundle-Inhalt haben wir hier dann einen Pullover. Ich kann schon mal sagen, er ist verdammt schwer. Und vom ersten Blick her, von der Optik her, passt es wie die Faust aufs Auge, denn ihr kennt dieses Design, das sind so diese klassischen Colucci-Pullover, die ja immer sehr viele verschiedene Streifen und sehr farbenfroh sind. Und das wurde hier sehr gut umgesetzt. Ist natürlich jetzt kein echter Colucci-Pullover, sondern nur das Design einem Colucci-Pulli nachempfunden. Dieser Pullover ist von Masculine, the first real brand, lesen wir hier. Pullover Size L, produced under exclusive license by DevShop. Okay, dann werden wir das hier mal lösen, diesen Zettel, beziehungsweise diese Marke. Wir haben es hierbei zu tun mit einem Masculine Size L, okay. Material steht jetzt hier nichts weiter. Schauen wir, ob wir vielleicht unten noch was finden. Aber ihr seht schon, der Pullover ist hauptsächlich in Gelb, Dunkelgrau, Schwarz-Weiß gehalten, also vier Farben. Der Bund an den Ärmeln sieht so aus, ebenso wie auch unten hier am Bauch. Also der ist hier so verarbeitet worden. Rückseite wie auch die Vorderseite, hier ist kein Unterschied zu erkennen. Jetzt schauen wir noch mal kurz hinein, ob wir hier irgendwas finden, irgendein kleines Zettelchen. Jawohl, hier haben wir es. Und zwar lesen wir hier: Masculine Pullover EU Size L, designed in Berlin, made in Turkey. Universal Music GmbH. Und dann haben wir hier 50% Cotton, also 50% Baumwolle und 50% Acryl. Ja, wie gesagt, made in Turkey. Grüße gehen raus. Sieht schön aus. Ist wie gesagt sehr schwer und sehr dick. Also glaube, dass der auch wirklich sehr warm sein wird. Bin gespannt. Werde ihn gleich heute mal testen. Und das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Pullover in der Größe L. Wie gesagt, Größe war damals frei wählbar. Sowie natürlich das Album mit insgesamt 17 Tracks und 17 Features im Standard Jewel Case. Ja, das alles in diesem wunderbaren Bundle Colucci von Flair. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Flair unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.